Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Blair Witch. Das letzte oder nach der letzten Folge hat er hier gespeichert bei Camp B. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir hatten aber schon den Kompressor angemacht. Dann kam ja wieder so ein Vieh. Ich habe mir gedacht, das können wir wohl nochmal mit reinnehmen. Vielleicht klappt es ja diesmal nicht so gut wie das letzte Mal. Glück muss man ja auch mal haben. So, Aufnahme läuft, Aufnahme ist gut. Bullet, zu mir! Bullet? Du musst mir helfen, das weißt du genau. Bullet? Wollte ich sagen, wieso bist du so entspannt? Haha, geblitzdings. Da, da ist nix, da ist nix. Bullet, da ist nix, Bullet. Bullet, da ist nix. Der hätte uns fast gekriegt. Ja, ja. Oder da ist niemand. Okay. Das haben wir langsam voll drauf. Ja, ihr könnt uns gar nichts mehr. Wir sind unbesiegbar. Bullet, wir haben zwei Geschütze. Oh, jetzt ist sie ganz entspannt. Gerade noch tot und verderben und jetzt. Alles ist gut. Ja, bist schon müde, ne? Bei so wenig Action. Komm, lass dich nochmal knuddeln. Du hast so toll auf uns aufgepasst. Good boy. Good boy. So. Und Bullet, hier schön hier bei mir geblieben. Ja, und ohne Taschenlampe, klar. Stick close to me. Denn ich habe die schwache Vermutung, dass wir hier den Schienen folgen müssen. Wer schmeißt hier mit? Keine Ahnung, mit Stein? Nicht lustig, hätte auch mit Stein zu schmeißen. Das sind bestimmt hier Eichhörnchen oder sowas. Ja, genau. Was war das? Oh, na super. Jetzt ist das Licht aus. Bullet, du bist aber noch da, oder? Ich höre dich. Ich höre dich. Ah ja, ist klar. Ja gut, dann das Ganze einfach im Dunkeln, ne? Okay, das ist Bullet. Was ist das hier? Ja, ist die Sicherung durchgebrannt. Ich sehe es doch. Haben wir keine Sicherung in der Tasche? Man sollte immer Sicherung dabei haben. Also immer. Das weiß man doch. Was ist das hier? Oh. Was zu lesen? Alles klar, einmal vorlesen, bitte. Psychologisches Gutachten. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Der Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerung an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt, offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er erlebt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Alles klar, von wem ist die Rede? Ist das unser Patientenblatt? Irgendwie hat doch alles immer mit uns zu tun, so ein bisschen. Da, Werkzeug. Braucht man nicht. Alles klar, was machst du hier schon wieder? Geht's hier weiter? Ja, aber es wird doch irgendwas hier mit dem Camp zu tun haben, oder? Ich will jetzt nicht mitten im Wald rennen, wir finden ihn nie wieder her. Was ist das? Nur ein Stock. Ich hoffe, es ist nur ein Stock.
Aber hier ist ganz klar ein Weg zu erkennen, oder? Komm, wir laufen hier mal lang. Zaun? Ja, das ist doch ganz klar. Alter, ich sehe mal im Augenwinkel was. Das nervt mich total. Ja, hier ist ja ganz klar ein Weg zu erkennen. Ja, hier wieder so eine alte Holzpuppe. Jetzt hängen auch noch Bänder drum. Wird immer besser. Ja, seitdem wir wissen, dass wir uns im Spiel auch ducken können, sind für uns ganz neue Wege frei. Und wie kann man sowas vorher ahnen, dass man sich in einem Spiel ducken kann? Wirklich unrealistisch. Und Blätter. Hier, sowas brauchen wir doch. Okay, kann ich nicht aufheben. Dann brauchen wir es anscheinend nicht. Also nicht so sehr, wie ich dachte, auf jeden Fall. Irgendwie geht's hier nicht weiter. Hey, okay, war das gerade auch schon? Bullet, hier, schön zu mir. Du weißt, ich darf nicht alleine sein. Ach, guck mal. So ein Ding versuchen wir dann laufen zu kriegen. Hier kriegen wir bestimmt unsere Ersatzteile. Ja, das ist ja das, was ich sage. Hier. Tada! Wir haben alles, was wir brauchen, glaube ich. Gibt es hier noch mehr? Hier ein Wägelchen. Noch ein Bild, na super. Ach so. Sind wir nicht Jack? Alter, da mit einem Namen, ne? Da komme ich so durcheinander. Bei neuen Spielen auf jeden Fall. Also wir suchen Peter, das weiß ich noch. Sonst ist hier nichts. Hä? Wie habe ich die denn jetzt gerade nicht sehen können? Was ist das? Wieder was zu lesen. Einmal vorlesen, bitte. Als ich die Kamera dieses alten Narren an mich nahm, war sie voll sinnlosen Geplapper. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinem bloßen Auge entgehen. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Ja, und die Kamera haben wir jetzt, oder was? Was ist das? It's all my fault. They said it wasn't, but I know the truth. You're all... It's my fucking fault. So. Gut, kann man jetzt eh nicht mehr ändern. Es sei denn, wir hätten eine Kamera, mit dem wir die Vergangenheit ändern können. Okay, also so wie ich das jetzt sehe, soll ich jetzt die Kamera nehmen? Nimm sie mal, nur so zum Spaß. Aber ich weiß gar nicht, ob ich alles sehen will. Jetzt kann ich Monster sehen, ohne selber gesehen zu werden. Ja, aber nee, Leute. Was ist das Rote? Ach, da lag der Brief drauf. Wieso ist das? Warum leuchtet das? Hier ist überhaupt kein Licht. Seid mir nicht böse, aber ich möchte lieber mit meiner Taschenlampe umlaufen. Was jetzt? Achso, ich hatte das Funkgerät noch in der Hand. Alles klar, Bullet. Wir machen uns auf den Weg zurück. Wie sind wir hier nochmal hochgekommen? Da. Dies, das hätten wir mit dem Nachtsichtgerät im Leben nicht gefunden. Okay. Wir folgen jetzt einfach der Schiene, Bullet. Okay? Bist du dabei? Alles klar. Und wir schauen uns einfach nicht um, aber es fällt nichts mehr auf uns herunter. Oh,
passiert doch jetzt irgendwas. Ich merke es doch. Achso, da ist der Generator. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt? Bullet, bist du bei mir? Ja, alles gut. Hast du auch so eine Angst wie ich? Hä? Digga? Ich auch nicht. So, wir haben jetzt alles, um in dem anderen Camp das Ding anlaufen zu kriegen, glaube ich. Aber wir können ja auch gerade ausfahren, rein theoretisch. Müssen wir doch zurück, oder? Komm, wir fahren. Hä? Achso, wenn ich abspeichere und neu lade. Ah, alles klar. Mal jetzt neue Aufnahmesession. Was ist los? Alles klar? Okay. Ah nein, bleib an. Das ist aber dunkel. Bremse lösen. Also ich würde sagen, wir fahren erstmal geradeaus, soweit wir können. Ja. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder zurückfahren oder nicht, oder wie es weitergeht. Was ist los? Alles klar? Da ist doch nichts. Ich will lieber nach vorne gucken, wer hier ehrlich bin. Da hätten wir eine Sicherung klauen können. Bestimmt. Okay, was kommt jetzt? Ach. Bullet, wir brauchen nicht zurückfahren. Wir sind wieder da. Warte, warte. Halt. Zurück. Zurück. Wir wollen hier geradeaus weiter. So, einmal hier an der... Ich stelle das aber hier auf... auf neutral. Let's go, Bullet. Bullet, komm. Die Weiche, meine ich. Einmal an der Weiche vorbei. So, stellen wir das um. Weil wir kriegen das ja jetzt locker hin, dass wir jetzt gleich geradeaus weiterfahren können, da bin ich mir ganz sicher. Hier haben wir wesentlich wieder Licht. So, da, genau die Uhr drüber. Und hier die Kurve dran. Aha. Er steigt immer weiter. Ich gehe mal davon aus, wir sollten das nicht in den roten Bereich kriegen, oder? Bewegt er sich? Er bewegt sich. Ja, ja, alles gut. Okay, man kriegt das aber nicht hin. Hey. Dass es nicht mehr steigt. Entweder es sinkt oder es steigt. Er macht das schon. Er bewegt sich. Er bewegt sich. Das ist das Einzige, was zählt. Reicht das? Ey, ich will noch mehr. Ich wollte jetzt mal gucken, was passiert, wenn er im roten Bereich bleibt. Hop on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Genau. Wir müssen Bastard finden. Kennst du Bastard? Das ist ein anderer Hund. Du bist Bullet. Das ist dein Bruder. Bullet und Bastard. Was ist los? Komm her hier. Was machst du da? Dreh nicht durch. Bullet. Bullet. Was machst du da? Ich brauch dich doch. Ich wollte mich nicht über deinen Bruder lustig machen. Das war nur Spaß. Das ist nicht dein Bruder. Wo bist du? Ich höre dich. Da, alles gut. Ich muss in unser Fahrzeug. Wieso hast du das so weit weggeparkt? Jetzt müssen wir den ganzen Weg laufen. Guck mal. Bullet. Alter, ich verliere ständig meinen Hund. So, weiter geht's. Was sagt die Uhr? Da geht noch was. Bullet, komm. Jump up. Sag ich. So, Bremse lösen. Vollgas. Sägemühle. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall was mit Saw. Saw finde ich nicht gut.
Alles okay. Fängt gut hier einzupennen jetzt. Ich brauch dich doch. Schon wieder eine Brücke. Wie gut hält denn so eine Brücke? Ja, ja, alles gut. Ich bin bei dir. Und du bist bei mir, hoffe ich. Ganz langsam den Berg hoch. Wir sind gleich da. Also hier war lange keiner mehr. Stromleitung, das ist schon mal gut. Es wird wieder hell. Bullet, es wird wieder hell. Alles ist gut. Es wird wieder hell. M.A. Sommel, ja. Ach, genau. Jetzt können wir hier durch. Jetzt können uns die Kackviecher nichts. Weil wir zu schnell sind. Ihr Drecksviecher. Ja, ja. Ja, ist nicht. Nee, 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 nee. We'll be out of here soon. Was das wohl ist? Ich meine, ich finde es. What? Hey! Fahr weiter! Hier, mein Zug kaputt. Geht's dir gut? Noch so ein Ding. Und da ist noch eins von beiden Seiten. Das ist unfair. Nein, hört auf damit! Alles ist gut. Einfach weiterfahren. Das sind eine Menge von den Viechern. Was ist da unten? Ja, nur noch über diese riesengroße Holzbrücke. Die bestimmt jedes Jahr frisch gewartet wird. Stay still, boy. Very still. Alles gut. Einfach weiterfahren. Ich kann auch nichts anderes hingucken. Ich würde es euch ja gerne zeigen, dass hinter uns die Brücke wahrscheinlich zusammengebrochen ist. Ja, ich habe es befürchtet. Okay, zurück brauchen wir nicht mehr. Das hat sich erledigt. Aber was sollen wir auch zurück? Jetzt ist unser Fahrzeug kaputt. Es eiert. Ja, ich habe es befürchtet. Es hat den Dienst eingestellt. Alles okay bei dir, Bullet? We're getting off, buddy. Naja, auf jeden Fall sind wir durch dieses Gebiet durch. Da konnten wir ja zu Fuß nicht langlaufen. Kannst du irgendwas suchen? Wo bist du? Bleib bei mir. Wo bist du? Hör auf, immer wegzurennen. Versuch mal was. Such, Bullet, such! Nix, muss ich wieder selber vorlaufen. Nothing. Komm einmal kuscheln. Beide schon mal tollen Bubes. Schön bei mir bleiben, okay? Ah, sie haben eine ungelesene Nachricht. Eingehen, Jess. Ja. Hey, yeah, no, no, it's nothing. And everything. Yeah, I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see things, and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. God damn it, Ellis. I can't do this again. I'm sorry, but I can't. Jess, please. I need you. You need help, Ellis. Ist jetzt gerade nicht so einfach ranzukommen. Jess. No, Alice, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it. Okay, I'm sorry, I'll call you later. Da
Okay, mein Kumpel Polizist ist tot. Freundin hat Schluss gemacht. Was soll uns noch passieren? Wir haben uns, Bullet, oder? Bullet? Bullet. Bullet! Steht direkt neben mir und sagt nichts. Komm, wir folgen weiter der Schiene, das hat bisher noch nie geschadet. Auch so ein bisschen hell. Ich hätte doch trotzdem gern meine Taschenlampe. Man weiß ja nicht. Ein Haus. Ach, die Sägemühle, ja, ja. Da kommen wir so jetzt nicht hin, ne? Da müssen wir jetzt wieder bergsteigen oder irgendwas. Oder auch nicht. Da geht's auch nicht lang. Wir gehen da lang. Das ist ein Weg, ich sehe es doch. Ach so, damit wir wieder nicht zurückkommen. Ja, ich wollte da gar nicht runter. Bullet hat mich geschubst. Toll, danke Bullet. Wer schmeißt hier mit Baumstämme? Zum Glück habe ich da jetzt gerade hingeguckt. Ja gut, hier gibt es auf jeden Fall genug. Hey. Nicht absaufen hier. This is it. The place we were looking for. Naja, geht so. Also ich muss da jetzt nicht unbedingt nachsuchen. Ich sag mal, der Weg hat uns einfach hier hingeführt. Was ist das hier? Einwegpaletten. Alles klar. Noch wieder Strom an, dann kommen wieder die Kumpels. Wir haben bisher jedes Mal. Aber die benutzen alle den gleichen Generator. V8. Viertakt. Normalbenziner. 120 PS, kein Problem. Ich habe keine Ahnung, Klammer, du Müll. Versuch mich abzulenken. Hallo? Jemand da? Bullet? Komm schön zu mir. Noch ein Bild, na super. Und das hat keiner so wirklich kontrolliert, dass 4000 Kinder einfach nicht nach Hause gekommen sind, oder wie? Wir haben alles versucht. Wir standen vor der Tür. Kind, wo bist du? Kind. Alles klar, es ist weg. Ausgezogen. Passiert schon mal. Wir haben eine Menge Flanell hier. Was ist das? Oh, super. Wir können wieder die Zeit verändern. Er rennt da vor wem weg? Okay, die Tür ist gleich verschlossen und wir können sie so wieder aufmachen. Bullet, Bullet. Ich dachte, das wäre ein Video. Ja, 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 ja. Was ist los? Ach, du hast sie da gerade herlaufen sehen, wa? Oder die Tür ist einfach aufgegangen. Ist gut. Alter, lass mich erst das Haus drücken. Ey, ich werde hier wahnsinnig, wenn ich alles fünfmal machen muss. Ich habe uns Feuer angemacht, übrigens. Ist gerade auch schon an? Haben wir eine Treppe ins Nichts? Hier ist eine Tür. Achso, hätte ich einfach haben können. Okay, Bullet. Ich bin ja da. Wo bist du? Alles klar. Habe ich dir eigentlich schon Leckerli gegeben? Lass uns doch jetzt mal die angenehmen Sachen hinter uns bringen. Nein? Bist du sicher? Komm, Leckerli. Magst du die nicht? Muss ich nächstes Mal andere mitnehmen? Falls es ein nächstes Mal gibt. There you go, buddy. Sehr gut. So, Bullet, jetzt wollen wir uns mal
die Baumstammrutsche angucken anscheinend. Komm, wir gehen rein. Was hilft es, sonst hätte ich das Video zu Ende gucken müssen? Bullet, bist du hier? Bullet! Komm her, Bullet! Ja, komm her! Komm ran hier, du Klappstuhl! Bullet? Muss ich da hoch? Warum guckst du da so hoch? Ich guck mir eben das Video zu ändern. Warte. Es geht gleich weiter, entspann dich. Jagd. Warum die Jagd? So, jetzt ist die Tür zu, richtig? Siehste, deswegen hat Bullet so rumgewählt. Ich hab mit dem Video die Tür aufgemacht. Das ist aber nicht das Einzige, oder? Wir gucken es uns nochmal von vorne an. Ganz nach links. Jagd. Corona. Danke, meine ich. War nur Spaß. Play. So, Mann rennt weg. Mann rennt um die Ecke. So, jetzt ist die Tür offen. Und er rennt durch die zweite wieder raus. Kann man machen. Wenn man möchte. Schon wieder sowas. Ich habe auch keinen Bock, das jetzt stundenlang auszuprobieren. Das kann ja nicht Sinn des Spiels sein, ehrlich nicht. Sonst muss man ja wesentlich einen Hinweis bekommen. Warum ist das nicht im Video? Ach, warte. Der ist nicht rausgerannt. Da ist noch eine Tür, die in einen anderen Raum führt. Locked. Ja, ehrlich? Würde ich anders sehen. Ich bin kein Handwerker, also kann das nicht beurteilen. Open. Hallo? Bullet, du bist bei mir, ne? Aha. Ah, noch ein Bild. Barbara. Was auf dem T-Shirt steht, ist die Werbung von dem Macher des Spiels. Das ist auch witzig. 3, 3, 2, 4. Aha. Siehst du? Hinweis. Das meinte ich. Was jetzt? Klemmt. Hab etwas gesehen. Keine Hexe oder ein Monster, sondern ein Mann. Ein Mann, der eine Haut eines anderen Menschen trug. Er hat mich gesehen und jetzt kommt er. Alles klar, das haben wir, glaube ich, im Video gesehen. Ja. Nee, nee, pack mal lieber deine Taschenlampe wieder raus. Ich will gar nicht sehen in der Kamera, was ich sonst nicht sehe. Was ich nicht sehe, macht mich auch nicht verrückt. Jetzt mal endlich. So. Alles klar. 3, 3, 2, 4. Nein, 2. Alter, ich hab das sowas von drauf. Kann man hier was machen? Wahrscheinlich, außer die Tür auf, okay. Alter. Das ist aber sehr modern jetzt.
Jesus. Möchtest du helfen? Some of those are defense wounds. Multiple cuts, probably a long blade. It's badly mutilated. The blood's still fresh. Das ist einer seiner Kumpels aus der Armeezeit, 100 Pro. What? What? How? Jesus Christ! What the fuck just happened? Der Blaue, We didn't have a chance. The sun went right into the collarbone. Pulled him in and... Oh, Alter, das ist eine Riesensäge. Sorry, mein Junge. Ich kann mir vorstellen, was das zwickt. Okay. Wie bin ich hier reingekommen? Ich komme auf jeden Fall nicht wieder raus. Muss ich die Rutsche runterrutschen? Muss mir jetzt das Video angucken, ja? Ne, alles klar. Bullet! Come here, boy! Wer ist er? Was machst du da mit Bullet? Da verstehe ich keinen Spaß. Landing. Did you see her? What? When you looked into their eyes, did you see her? But where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. He awaits. Stop messing with me or what? You kill me. Killing is always the solution, isn't it? But you're far too weak, too scared. Ich hab ihm jetzt eine gegeben, ich hab so schnell gar nicht geschnallt. The boy will die. He has to die. Such is her will. Was passiert hier gerade? Nix mehr. Bildschirm ist schwarz. Alles klar. Es sei wieder hell, es war gerade so schön hell. Okay, der hat uns eine Kopfnuss gegeben, wahrscheinlich. Er hat uns keine Kopfnuss gegeben, er hat uns entführt. Entfuht. Entfußt. Bullet, bist du noch da? Ich will nicht ohne Bullet weiterspielen. Wer ist der Typ? Bambus Bernd. Wer ist er? What are you doing here, Private? Achso. It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I led those men into the ambush, sir. Six dead, six grieving widows, nine orphaned children, one negligent soldier. You should have been court-martialed. Could he stay? Not after that. It wasn't your fault, Ellis. Das wird man wahrscheinlich anders sehen. Easy. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak. Pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free.
You'll understand soon enough. Das war nicht der Bösewicht. Anscheinend. Obwohl, der hätte doch den Typen mit der Schaufel erschlagen. Und den Typen jetzt in eine Säge geschmissen. Oder nicht, oder doch? Gone. Und es ist wieder dunkel. Aber der unser Zelt da gelassen. Und Bullet. Left? Hey there, sleepyhead. Hey, what do you want? Search the campsite. Something's waiting there for you. I have a bad feeling about this. Okay. Erstmal schauen wir da. It's all rotten. But how? It would have taken years for it to get this bad. Einmal vorlesen, bitte. Patient zum monatlichen Therapietermin zur Bekämpfung von Angstneurose empfangen. Scheint stabil zu sein. Erneut kein Gespräch über den Wald oder seinen Freund. Dissoziative Amnesie verschlimmert sich möglicherweise. Ich muss zugeben, dass ich mich um diesen Patienten zunehmend sorge. Alle scheinen die Sache hinter sich gelassen zu haben. Aber er spricht nach wie vor nicht über den Wald, was fast unheimlich ist. Er interessiert sich fürs Wandern und die Jagd. Man bot ihm ein Stipendium in einem anderen Bundesstaat an, aber er will die Stadt partout nicht verlassen. Irgendetwas hält ihn hier fest. Okay. Bullet, was ist los? Wo bist du? Okay. Noch wild. Creepy. Ist das? Patrick. Ja. Also ich kann mich an die Namen von dem Film, von den Leuten aus dem Film überhaupt nicht erinnern. Also keine Chance. Nicht ein. Das ist schon so viele Jahre her, wo ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich habe so die leichte Vermutung, dass das irgendwie ein Eingang irgendwo hin ist. Aber das möchte ich nicht mehr in dieser Folge machen. Also wir haben einiges gefunden. Ich denke, in der nächsten Folge geht's weiter. Das ist ein super Einstieg. Also ich gehe davon, da es sieht ja so ein bisschen so aus, wenn ich das anklicke, dass das irgendwie ein Eingang wird, so wo man reinklettern kann oder so. Bisher hat das ja viel mit irgendwelchen Bäumen zu tun. Bullet. Komm, einmal noch Bullet streicheln. Good dog. Guter Junge. Ja. Travis, Boomerlein. Nee, Bullet. Bullet, Lilein. Ja, ich weiß. Ich find's ja auch. Entspann dich. Okay, der das... Ich dachte, ich hätte was gesehen. Der das auf der Tastatur geschrieben, auf der Schreibmaschine geschrieben hat, war dieser Typ, der uns da jetzt gerade weggeschlört hat. Der hat auf jeden Fall den gleichen Namen wie hier, den Namen ein Funkgerät. Okay, alles klar. So, soweit so gut. Nächste Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.